Ich wollte immer etwas Kreatives machen, etwas Eigenes erschaffen, etwas, wo ich frei und unabhängig bin. Also erstmal bekomme ich das Drehbuch zugeschickt, das lerne ich natürlich komplett auswendig, dass ich es on point abrufen kann. Und am Set mache ich auch nur, was der Regisseur mir sagt. Ich meine, Drehbuchautor und Regisseur werden sich schon was bei ihrer Arbeit denken. Meine Vorbilder sind zum einen Brad Pitt. Ich habe mal gesehen, als ich noch ein Kind war, eine Doku, wie er lebt, was für eine Luxusvilla er hat, was für Autos er fährt. Da habe ich gewusst, das will ich auch besitzen. Und andererseits Marlon Brando, eine Legende des Schauspielberufs. In den 70er Jahren hat sich Marlon Brando eine eigene Insel in der Südsee gekauft. Da habe ich gewusst, auch das möchte ich besitzen. Das sind meine beiden Vorbilder. Der Weg zum Berufsschauspieler ist steinig und hart, aber wenn man kämpft und weiß, was man will, da kommt man an die Spitze. In meinem Fall war es sehr schwierig. Ich habe bereits als Kind entschieden, Schauspieler zu werden. Mein Vater ist Chef der größten Produktionsfirma Deutschlands und meine Mutter macht die Besetzung für die Rollen bei den Filmen. Da habe ich zu meinem Vater und meiner Mutter gesagt, hey, ich möchte im nächsten Kinderfilm die Hauptrolle spielen. Ich habe so lange geweint und auf den Boden getrommelt, bis sie mir die Hauptrolle gegeben haben. So ging das Ganze ungefähr bis ich 25 war. Ich hatte in der Zwischenzeit in ungefähr 30 Filmen mitgespielt, jeweils immer die Hauptrolle. Also, wenn ich es geschafft habe, könnt ihr es auch schaffen. Was meine Rollenauswahl betrifft, da bin ich sehr wählerisch. Ich spiele nur mit, wenn es das beste Drehbuch ist vom besten Regisseur. Darunter geht nichts. Wenn Sie darauf anspielen wollen, dass ich 2015 in der RTL 2-Serie Hilf mir, Jungpleite, verzweifelt eine Hauptrolle hatte, auch das, es war einfach das beste Drehbuch und es war einfach der beste Regisseur und die beste Produktion. So, mein Werbespot für die Hämorrhoidensalbe. Auch da, bestes Drehbuch, bester Regisseur. Schauspieler ist einer der wichtigsten Berufe, die es auf der Welt gibt. Ich meine, schauen Sie sich die Schauspieler an, die sind alle Millionäre. Das wird doch für irgendetwas sein. Wir sind absolute Vorbilder. Sehen Sie sich zum Beispiel George Clooney oder Angelina Jolie an. Beides Botschafter der Vereinten Nationen, reisen in die gefährlichsten Krisengebiete der Welt und lassen sich dort mit Kindern sogar fotografieren und reisen dann wieder ab. Wir Schauspieler retten die Welt. Und überhaupt zeigen wir, dass es in diesem Leben möglich ist, mehr aus seinem Leben zu machen. Reich zu werden. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, alle auf der Welt wären Schauspieler. Da wären alle reich. Es gibt noch andere Berufe, die wichtig sind, das darf man nie vergessen, wo man reich werden kann. Ich meine, wenn jemand denkt, Schauspiel ist nicht das Seine, Sie können ja auch Rockstars werden, Profigolfer, Formel-1-Rennfahrer, Topmodels, Vorstände von großen Banken, Staatschefs. Wenn jemand noch nicht reich geworden ist, dann nur deswegen, weil er es nicht will. Was ich noch als Künstler erreichen will. Als Künstler ist es immer wichtig, seinen Biss nicht zu verlieren. Immer noch mehr zu kämpfen und noch mehr zu erreichen. Nächstes Jahr habe ich schon ein Projekt. Ich möchte mir gerne eine Yacht mit eigenem Casino darauf kaufen. Und übernächstes Jahr möchte ich eine 30 Meter hohe Statue aus purem Gold von mir errichten lassen. Bleibt motiviert, kämpft für eure Träume. Und fragt eure Eltern, ob sie euch Hauptrollen geben. Und wenn sie euch keine geben, dann sind sie schlechte Eltern. Peace.